Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Ich bin heute mit dem Lieben. Ferenc unterwegs. Und wir sind jetzt die nächsten zwei Wochen in Belgien und Frankreich unterwegs und werden uns die Schlachtfelder des Ersten und Zweiten Weltkrieges anschauen. Und unsere erste Tour führt uns in der Nähe von Ypern. Und ich zeige euch mal, wo wir gerade sind. Wir sind hier in der Nähe vom Hooge Kratermuseum und finden hier, hier müssen wir rein, später noch einen Euro reinlegen, hier eine private Sammlung, wo ganz viele Kartuschen und Granaten ausgestellt sind aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Verschiedenste Kaliber. Das dürfte 150 mm sein, 75 mm und die liegen hier einfach rum. Hier gibt es noch einen Bunker und normalerweise kann man da auch rein. Ich war jetzt glaube ich schon zum dritten Mal hier und normalerweise ist hier eine Lampe an. Genau. Oh. Ach, hier war mal eine Lampe, die hat man geklaut, leider. Ja. Das ist ja schade. Normalerweise war hier eine Lampe aus der damaligen Zeit, aber die ist nicht mehr da. Also das waren die Bunker aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und ihr seht, komplett anders als damals im Zweiten Weltkrieg. So, und dieser See ist tatsächlich ein Krater aus der Zeit, wo hier der Minenkrieg war. Und schaut mal hier, um ein Messer zu schleifen. Schleifstein. Boah, das klingt ja komisch. So ein Abschussbehälter für Mörser wahrscheinlich. Aufgeplatzte Bombe. Und eine Kanone da oben drauf. Ja, und das Ganze für nur 1 Euro. Und wie gesagt, der See, den ihr hier vor euch seht, ist ein Krater. So, so wurden die Minen damals vorgetrieben. Wir befinden uns hier. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, überall Bombenkrater. Alles voll. Und kalt ist es. Der Führungsring. Ich wusste gar nicht, dass der so hart ist. So wurden die Bunker damals gebaut. Und so sah das hier damals aus. Komplette Mondlandschaft. Und überall Teile von Granaten. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon bemerkt habt, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, die Osmo 3. Und ich muss mich erstmal noch ein bisschen damit zurechtfinden, weil sie ist Gimbal stabilisiert. Und die Gimbals, die laufen immer so ein bisschen nach. Es ist also nicht, ohne Übung ist es gar nicht so einfach, mit Gimbals zu arbeiten, finde ich. Aber das kriegen wir schon hin. Und hier liegt alles voller Relikte. Und ganz nah dran haben wir hier, oh, alles Matsche, haben wir hier Schärfe. Na, Kollege? Oh, der hat Angst. Okay, dann lassen wir ihn auch.
So, schließ mal wieder auf. Ja, und in den nächsten 2 Wochen werden wir hier in Frankreich und Belgien unterwegs sein. Und danach werde ich wahrscheinlich noch Berlin machen, ein paar Tage, und dann vielleicht nach Skandinavien hoch. Mal schauen, ob ich es packe. Einen Monat habe ich mir Zeit genommen, mal ein bisschen durch die Weltgeschichte zu cruisen mit verschiedenen Leuten. So, das sind hier diese Abdeckungen für die Gräben. Die Leiter. Schweineschwänze. Und ohne Ende Granaten. Ich hab das auch nicht oft, ne? Schweineschwänze? Ja, die, klar, die Stangen kennst du so, aber dass die unten so Bohrer dran haben. Ja, das stimmt. Cool. Ich hab. Ich hab Pollenallergie. Ja, aber volle Kanne. Daher kommt ja auch mein Asthma. Ich tue die Meeresluft hier gut. Ah ja. Boah. So Leute, da hinten die Geräusche, da ist ein Freizeitpark. Nicht, dass ihr euch wundert, warum da Kinder schreien. Oh. Oh. Boah, hier, Führungsring weg. Guck mal, das ist ein Schutzschild vom... Schützenplatte. Ja, Schützenplatte. Die fetten Trichter da hinten, die 3 Stück. Ach, für Gas, ne? Ja, Gasbomben. Mörser. Ah, die hat man nur da reingesteckt und dann hat man die geöffnet. Genau. Wow. Nö, ja, oder? Die wurden ja abgeschossen. Ich glaube, sie wurden einfach nur geöffnet. Siehst du? Die Nachwirkung merkst du heute. Boah. Ja. Aber Hammer, wenn du dir vorstellst, dass der Bauer mit so einem Flug, ne? Ja, mit Flug da durchhämmert und dann mal eben den halben Acker damit voll. Jo. Also ich sag, alles voll, ne? Und das haben die bestimmt nur von ihrem Acker wahrscheinlich. Ja. Guck mal hier. Kannst du das Inlay noch sehen? Ah ne, die hat nur einer eine zweite reingelegt. Ja. Puff. Hört nicht auf, ne? Alles voll. Und was für Riesen-Oschis hier teilweise. Mal gucken, ob du das Gewehr findest. Das hier sind originalen Gräben aus der damaligen Zeit. Man kann auch durchgehen, ein Teil auf jeden Fall. Und das ist hier das Blech, als Schutz war das damals gedacht. Hier wieder alles voller Granaten auf dem Boden. Uah, nass. Hier ist noch ein Bunker im Krater direkt. Kommt man leider nicht rein, weil da unter Wasser steht, der Eingang.
Hast du Gummistiefel drauf? Gummistiefel reichen. Guck mal hier. Cool oder cool? Cool. Ja. Bajonett, ein Seitengewehr. Und darüber ist irgendein deutsches Gewehr wahrscheinlich oder ein belgisches. Das würde ich ja noch fast sagen, ist von der Explosion so verbogen. Das kann sein. Weil das ist nicht irgendwo, du hast nicht irgendwo eine Knickkante, weißt du? Mhm, stimmt. Musst du ein Foto machen. Und hier geht es natürlich weiter mit Granaten ohne Ende. Und die originalen Gräben. Und ja, steht Wasser drin. Und ja, früher war das genauso. Und wenn man lange genug in diesen Gräben arbeitet oder kämpft, lebt, dann kriegt man irgendwann den sogenannten Grabenfuß. Mich würde interessieren, vielleicht habt ihr eine Ahnung, wenn die so heile sind, die Granaten, ob das Gasgranaten waren oder ob die einfach nur Blindgänger sind. Hast du eine Idee? Blindgänger nicht. Gasgranaten, ne? Wahrscheinlich. Weil normalerweise zerplatzen die ja und die Schrapnelle gehen in alle Richtungen. Genau. Also es könnten alles Gasgranaten sein hier. Widerlich. Eine Achse. Auch wieder so ein Schild. Und das sind alles Originalbilder von hier, Leute. Und ihr seht, die ist doch nicht mal abgestützt hier. Und auch hier sieht man original, denn es gibt hier ja wahrscheinlich von einer Granate Splitter, die hier durchgegangen sind. Also alles original hier. Schaufel. Weitere Geschosshülsen. Hier ist der Eingang in das Grabensystem. So, das, so sieht eine Granate aus oder Teile von einer Granate, wenn die explodiert. Dann gibt es Splitter. Kampfpositionen. Vielleicht aber auch für die Artillerie, dass man die ein bisschen tiefer eingegraben hat. Ich weiß es leider nicht. Und dann nochmal den Größenvergleich. Teilweise haben die wirklich unter Tage gelebt, weil sie halt die Minen nach vorne getrieben haben. Und so sah das damals aus. Der Trichter von Ypern, Weihnachten 1915. Da sind die ersten Tanks von den Briten. Heute ist das ein wunderschönes Biotop. Alles voll. Das ist sogar ein alter Tankkanister QMC. Da ist er. Oh, ich komme hier nicht weiter, glaube ich. Komm mal her. Komm mal her. Ja, good morning, good morning, good morning, good morning. Ja, aua, aua. Darf ich nicht streicheln?
Willst du? Komm her. Komm her. Altes Schaf, du. Komm her. Komm hier. 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 Willst du? Nein, wir wollen nicht. So, jetzt haben wir einmal die Runde gemacht. Hier haben wir noch was vom Pferd, so Zaumzeug. Alles von damals, alles original. Und ich würde jetzt noch mal ein, zwei Videos machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Wir sind immer noch in Frankreich, genauer gesagt in Dünkirchen. Dünkirchen, ganz genau. Und wir werden uns jetzt den Strandabschnitt anschauen, den ihr sicherlich aus Dünkirk kennt. Ansonsten kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Als Deutschland nach Frankreich einmarschiert ist, ist er relativ weit ins Landesinnere vorgestoßen und hatte so ein bisschen Probleme mit Nachschub. Und die Generäle haben gesagt, man muss jetzt direkt bis nach Dünkirchen vorrücken, um die britischen Einheiten, ich glaube 300.000 Mann waren es, quasi vernichtend zu schlagen. Und Hitler hat gesagt, nein, ihr müsst auf mich hören, und hat den Führer Haltbefehl ausgerufen, sodass die Armee mehrere Tage lang geruht hatte. Und die Engländer, Kanadier, Briten, die hatten die Möglichkeit dann in einer spektakulären Entsetzungsaktion zu entkommen. Alle Schiffe, die man so hatte, zivil, aber auch militärisch, sind von England hier nach Dünkirchen gefahren, wirklich auch ganz kleine, wo ein, zwei Leute nur reingepasst haben, und haben dann fast die gesamte Armee retten können. Und wir befinden uns jetzt mitten in der Kampfzone und haben hier direkt vor uns ein sehr spannendes Gebäude gesehen, wo man auch die Spuren des Kampfes ablesen kann. Und was wir genau sehen, das zeige ich euch jetzt mal. So, also, ich weiß leider nicht, was das für ein Gebäude ist, aber wir sind hier an Strandnähe und wir können hier die Kampfspuren erkennen. Ich lasse mal den Hund hier. Schaut euch das mal an. Überall Einschusslöcher verschiedenster Kaliber, vielleicht auch von Granatsplittern. Mal gucken, ob man hier noch was sehen kann. Wäre auf jeden Fall mal spannend. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, gleich reinzugehen. Aber das gesamte Gebäude hat Kampfspuren. Da sieht man mal, wie krass das damals gewesen sein musste. Und wir haben mit dem Wetter ultra Glück gehabt. Schaut euch das mal an. Richtig gut. Ich bin jetzt zum zweiten Mal in Dünkirchen. Und heute werden wir uns auch das Museum anschauen. Imposant, oder? Hammer. Mal gucken, ob wir rein können. Überall. Wir gehen jetzt direkt zum Strand und finden dort noch Relikte aus der damaligen Zeit. Wir finden Leitstände, finden wir. Wir finden sogar noch ein altes Schiff. Und dann melden wir uns gleich nochmal wieder. So, allzu lang müsste man nicht warten. Da sind wir schon. Wunderschön, oder? Also wir haben Mai 2024. Der Hund ist an Bord. Da ist er, hat auch richtig Bock. Der Ferret ist dabei, hat auch richtig Bock. Und ich bin natürlich auch dabei.
Wow. Wollt ihr mal sehen, was ich gerade sehe? Wunderschön. Wunderschön. Na, die hat Bock. Mal gucken, ob der andere darf. Der darf nicht. Und da ist das Wasser, Leute. Der darf nicht. Wow, schaut euch das an. Schaut euch das an. Und Urlaub begonnen? Ja, endlich. Ja, Urlaub hat begonnen. So, der Ferenc hat ja eine gewisse Statur und er hat hier so einen schwarzen Koffer mit der Drohne und da vorne ist die Gendarmerie. Das hat gerade dazu geführt, dass wir erstmal gefragt wurden, was wir machen und warum er diesen schwarzen Koffer hat und was sich in diesem Koffer befindet. Ja, aber war mega nett. War mega nett. Und ach, das Ding war das ist abgebrochen. Das war letztes Mal, glaube ich, nach oben. Sieht aus wie so ein Raumschiff, ne? Ja. Sieht aus wie ein Raumschiff, das gestrandet ist. Hammer. Also, Dünkirchen, die Geschichte hatte ich euch gerade so ein bisschen erzählt. Schaut auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, den Film Dunkirk. Spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wie das damals so war. Und hier sind jetzt noch überall die Bunker. Aus der damaligen Zeit. Aber das ist sicherlich ein Highlight. Wir lassen gleich auch die Drohne steigen. Mal schauen, ob wir herausfinden, was das hier ist für ein Ding. Sogar noch ein altes Relikt. Das ist wahrscheinlich ein Beobachter. Wird wahrscheinlich ein Beobachtungsbunker gewesen sein. Da hinten liegen noch mehr Bunker im Wasser. Aber das ist schon krass, ne? Wie bei Star Trek. Und, Diego, hast du Bock? Diego? Ah, ich glaube nicht so. So, es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, die komplett drauf zu bekommen, aber ich gebe mir Mühe. Also ein riesiger Beobachtungsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke Artilleriebeobachter. Und der Bunker ist halt abgestürzt hier. Und ich wiederhole mich, sieht aus wie ein abgestürzter Star Trek Raumschiff. Wir gehen mal näher ran. Mega, oder? Selbst die Verschalungsbretter da drin sieht man noch.
Clemens versucht gerade reinzugehen. Und der rutscht jedes Jahr ein bisschen tiefer. Ja. Oh. Schaut mal. Also wir haben jetzt gesagt, wir trennen uns einmal. Der Ferenc passt auf den Hund auf und ich gehe für euch und natürlich auch für mich in die Bunker rein. Aber wir haben hier noch einen Bunker entdeckt. Wird wahrscheinlich ein Regelbau 500 sowieso sein. Wir glauben, dass es wahrscheinlich ein Mannschaftsunterkunftsbunker ist. Und den kann man hier über eine steile Treppe erreichen. Ich zeige euch das mal. Also Treppe ist übertrieben, ne? Das hier ist ja keine Treppe. Oh mein Gott. Gibt es eigentlich eine Angst gegen Sand? Strandsand? Die habe ich noch nicht. Was andere Leute ja lieben, ist für mich jetzt nicht so geil, so mit Strand und so. Weil es am Ende des Tages Dreck ist. Eigentlich schon schön. Oh, die Stufen sind komplett eingerissen. Ich zeige euch das mal. Und das ist der Blick Richtung Ferenc. Und da wollen wir jetzt gemeinsam hoch. Mal gucken, was uns oben erwartet. Oh nein, er ist zu! Ach, den müsste man ausgraben. Ach, schade. Aber das wär's doch mal hier. Ein paar Tage zu investieren und den dann ausgraben. Boah, das sind bestimmt 13 Meter, 12 Meter. Puh. Und schön, oder? Da ist Dünkirchen mit dem Stahlwerk. Und hier an diesem gesamten Strand war damals das Massaker. So. Mal gucken, ob wir jetzt hier einen Fuß runterkommen. Wie gesagt, die Treppenstufen sind teilweise nicht mehr vorhanden. Komplett entfernt, damit solche Leute wie ich hier nicht draufgehen. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Zack, zack, zack. So. Und da gehen wir jetzt rein. Da sitzt der Ferenc. In der kleinen 2 cm Flakstellung. Richtig riesig. Richtig riesig. Hopp, hopp, hopp. Boah. Besten Schuhe dafür an. Nicht. Boah, es ist 45 Grad hier. Kommt wahrscheinlich auf dem Video nicht so rüber, aber es ist richtig steil. So, Handy da, Ablage da, Hundekotbeutel da und dann gehen wir da jetzt mal rein. Ohne Lampe, wir haben gar keine Lampe. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Stativ. Oh. Oh. Drin. So sieht das aus. Und nein, das Gimbal ist nicht schief. Der Bunker ist schief. Oh. Ist er schief? Ich glaube, ich nehme mein Handy lieber mit. Das ist zwar da, aber wenn da gleich einer kommt, dann ist das weg.
und Schockluster. Puh. Das ist wirklich Schockluster hier. So, nochmal Blick zurück. Also mein Gimbal ist jetzt gerade. Aber. So, ich habe nur mein Handylicht. Schaut mal. Meine Augen haben sich noch nicht dran gewöhnt. Ist ja draußen mega hell. Aber ihr könnt definitiv mehr sehen als ich. Oh, krass. Wow! Überdruckventil. Originalinschrift. Wie gesagt, ich war schon mal hier. Zuluftleitung. Oh, Leute, das ist so eine Zuluftleitung. Mega. Eine Bordüre sogar an der Wand. Scharniere. Ich muss mal gucken, ob es für die auch noch eine Lampe gibt. Die würde ich mir dann holen. Überdruckventil. Da geht's nicht lang. Boah, Leute. Oh, yeah. Also nur, dass ihr mal versteht, was ich hier gerade mache. Ich krabbel hier rein. Ich rutsche hier von alleine runter. So, mal gucken, ob wir hier noch was finden. Hier finden wir Wandfarbe. Da. Ansonsten nur Müll. Und hier müssen wir jetzt durch. Oh. Oh. Und hier haben wir wieder Licht. Auch hier wieder Überdruckventil. Das ist übrigens ein Überdruckventil bzw. die Zuleitung dafür. Und das ist ja hier nicht so wie eine GoPro, die Osmo 3S Gimbal stabilisiert. Und übrigens ganz neu und war nicht ganz günstig. Und ich krabbel schon wieder hier im Bunker rum. Hallo! Da ist er. Moin! Ja, ich könnte ihn nicht sehen. Sogar das originale Holz ist hier noch zu sehen. Schaut mal hier an der Verschalung. Krass. Mega, oder? Und da sieht man, wie steil das ist. Da waren wir gerade drin. Schon richtig gut. Schon richtig gut. Ja, dann krabbeln wir mal wieder zurück. Krabbel, krabbel, krabbel. Oh, ist das schön kühl hier. Ist das schön kühl hier. Oh, schau mal, wie steil das ist. Wie steil das ist. Ich rutsche immer wieder runter wie so eine Ameise in so einem Trichter von einer Spinne. Das ist gar nicht so einfach. Ich gehe schon auf allen Vieren. Aber wir kommen. Wir kommen hier raus. Überall die Farbe, die Wandfarbe noch. Guck mal, da hinten sind noch mehr Räume. Hier ist zu, Schatter. Und mal gucken, was wir hier haben. Oh. Oh, das geht ja noch weiter. Das ist schon cool mit der Wandfarbe. Hier steht Wasser. Zuluftleitung. Auch wieder. Zuluftleitung. Das darf man nicht zeigen. So.
und wieder raus. So, es hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Ich bin ehrlich zu euch. Leerer Raum. Und Sonnenlicht. Seid ihr schon mal auf allen Vieren gelaufen? Das ist ganz schön anstrengend. Das ist wahrscheinlich nur der Notausgang. Und schau mal, das ist in sich schon am Bewegen. Also das wird wahrscheinlich irgendwann mal brechen. I made it. Man kann hier keine 5 Meter laufen, ohne dass man die Relikte aus der Vergangenheit findet. Das hier ist eine Geschützbettung, die war auch oben auf den Dünen montiert. Und hier seht ihr noch die Befestigung für die Kanone. Und die Kanone war dann verbunkert und konnte dann gegen feindliche Seeziele eingesetzt werden. Und noch wenige Jahre, dann ist der Bunker komplett im Meer und wird irgendwann mal gar nicht mehr zu sehen sein. Der ist hier ziemlich geborsten. Ob er einen Volltreffer abbekommen hat oder aufgrund der Bewegung hier gebrochen ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber er scheint irgendwie von hier gekommen zu sein, weil hier noch ziemlich viele Betonbrocken sind. Und da hinten ist alles voll, Leute. Alles voller Betonbunker.